Netzsoftware und Kommunikationsprotokolle. Wir haben bislang Prinzipien gesehen, um eine Verbindung herzustellen und Daten auszutauschen. Doch Datenaustausch ist nicht gleich Kommunikation. Das Ziel ist es, sich zu verstehen, eben zu kommunizieren. Wir haben hier jemand auf der linken Seite, der eine bestimmte Sprache spricht und ausdrückt, dass er Kaninchen mag. Dieser jemand möchte mit dem Philosophen auf der anderen Seite kommunizieren. Dieser spricht jedoch nur Französisch. Kommunikation und Datenaustausch sind nun folgendermaßen miteinander verknüpft. Der Satz "I like rabbits" kann zum Beispiel auf Holländisch übersetzt werden. Dieser holländische Satz kann gefaxt werden, hier entgegengenommen werden, hier übersetzt werden und auf Französisch ausgesprochen werden. J'aime bien le lapin. Die beiden Herren haben den Eindruck, sie würden direkt in Anführungszeichen miteinander kommunizieren. Ja, sie kommunizieren. Aber das geht über mehrere Schichten eines Datenaustausches. Analysieren Sie vergleichend hierzu die Situation, wenn Sie in Ihrem Mobilephone sprechen. Ihr Gehirn, Sie denken direkt, Sie kommunizieren mit jemand gegenüber. Das tun Sie auch, aber tatsächlich sprechen Sie mit Ihren Schallwellen in Ihr Mikrofon an Ihrem Handy. Und diese Schallwellen werden umgewandelt, die Audiosignale verpackt und auf die Reise geschickt und auf der anderen Seite wieder ausgepackt. Man kann, und das tut man auch, auf jede dieser Ebenen, die hier entstehen, von Kommunikation sprechen. Diese Kommunikation findet aber immer nur auf gleichgestellten Schichten statt. Protokolle regeln die Kommunikation. Allgemein sieht es so aus. Ich habe hier eine Schicht herausgegriffen und wir sprechen davon, dass zwischen diesen beiden Schichten, den gleich hohen Schichten, ein bestimmtes Protokoll eingehalten wird. Gleichzeitig stellt jede Schicht auf ihrer Seite der Schicht darüber einen Dienst zur Verfügung. Das kann ein Übersetzungsdienst sein oder ein Umwandlungsdienst von Schallwellen in elektrische Signale. Ein Dienst bzw. Netzwerk-Software-Dienst fungiert als Schnittstelle zwischen zwei Schichten und bezeichnet eine Menge von Operationen, die eine Schicht der ihr überliegenden Schicht anbietet. Ein Netzsoftware-Protokoll ist eine Menge von Regeln, die Format und Bedeutung der von gleichgestellten Schichten ausgetauschten Pakete festlegen. Hier sehen wir nochmal das ursprüngliche Bild. Wir abstrahieren jetzt von diesem Bild und schauen auf eine einzelne Schicht. Das hier ist die sogenannte Sitzungsschicht nach dem ISO-OSI-Modell und zwischen zwei Beteiligten dieser Schicht wird das Sitzungsprotokoll abgewickelt. In dem ISO-OSI-Modell sind insgesamt 7 Schichten definiert. Das Sitzungsprotokoll ist nur eine Schicht davon. Das ISO-OSI-Modell ist bzw. war der europäische Entwurf einer Netzsoftware-Schichtenarchitektur. Er ist ein bisschen overengineert, könnte man sagen. Durchgesetzt hat sich der amerikanische Vorschlag, den wir nachher auch vorstellen werden. Das ISO-OSI-Modell geht genau wie das amerikanische Pendant von
der einfachen untersten Schicht der elektronischen Schicht der Bitübertragung über eine Sicherung, dann eine Vermittlungsschicht zum Transport und definiert darauf aufbauend verschiedene semantische Schichten. Die Schichten 1 bis 3 bilden das Netzwerk, beziehungsweise jeder Netzwerkknoten bildet diese Schichten 1 bis 3 ab. Das heißt auch, nicht jeder Knoten muss mehr als 3 Schichten haben. Zur Übertragung, Sicherung und Vermittlung reichen diese 3 aus. Wir haben links einen Host A, ein Verbindungsnetzwerk dazwischen mit mehreren Routern, hier Router X und Y angedeutet, und rechts den Host B. Die ausgetauschten Pakete haben bestimmte Namen, die hier auf der Bemerkungsfolie nochmal ausgeführt sind. Das Wichtigste zu merken hierfür. Dienste und Protokolle sind unabhängig voneinander. Das heißt auch, gleichgestellte Schichten können ihre Protokolle nach Belieben ändern, solange die für den Dienstnutzer sichtbaren Dienste unverändert bleiben. Die Aufgabe der Schicht 1 ist die Übertragung der Bits über einen Kommunikationskanal. Ein Kabel oder Funk. Die Schicht 2 übernimmt Sicherungsmaßnahmen, die Fehlerbehandlung und die Medienzuteilung. Schicht 3 sorgt für das Routing. Welcher Weg wird genommen? Die Flusskontrolle und die Qualitätssicherung. Das heißt, die Einrichtung von entsprechenden Buffern und Zeitlimits. Ab der Schicht 4 gibt es eine fehlerfreie Endpunkt-zu-Endpunkt-Übertragung. Dienste, die auf dieser Schicht aufsetzen, müssen sich nicht mehr um die Probleme und Aufgaben der Schichten 3, 2 oder 1 kümmern. Diese Folie stellt das ISO-OSI-Modell dem TCP-IP-Modell gegenüber. Prinzip und Aufbau ist das gleiche wie im ISO-OSI-Modell. Sie sehen aber, es ist nicht so, sagen wir mal, akademisch in den oberen Schichten. Die Aufgaben der unteren Schichten lassen sich ziemlich genau dem ISO-OSI-Modell zuordnen. Die Schicht 1 macht Host zu Netz und sorgt für die technischen Dinge. Die Schicht darüber dient der netzübergreifenden Zustellung von IP-Paketen. Schicht 4 wiederum, wie vorher beim ISO-OSI-Modell, leistet die fehlerfreie Endpunkt-zu-Endpunkt-Übertragung. Tatsächlich gibt es zu jeder Schicht eine Reihe von Protokollen. Die sind hier mal gelistet. Die wichtigsten in der Host-zu-Netz-Schicht sind das Ethernet, das Token-Ring, das FDDI-Protokoll. In der Vermittlungsschicht ist das IPv4, mittlerweile das IPv6-Protokoll. Die Transportschicht hat das TCP und das UDP-Protokoll. Und darauf liegen die Protokolle von vielen Diensten, die Sie schon kennen, HTTP, FTP oder Telnet. Auf der nachfolgenden Bemerkungsfolie sind alle Abkürzungen kurz erklärt und noch einige Hintergründe diskutiert. Insbesondere gibt es Links zu diesmal den deutschen Wikipedia-Seiten, die sehr gut diese Dienste beschreiben. Sie sehen hier wieder diese Protokollstapel.
hier unten Host zu Netz, 2, 3 und 4. Wie sehen eigentlich die Pakete aus, die versendet werden? Stellen Sie sich das wie eine Zwiebel vor. Wir gehen von innen nach außen. Es gibt Nutzdaten der Anwendung. Diese Nutzdaten kommen aus der Anwendungsschicht, zum Beispiel wenn Sie in einem Browser interagieren. Diese Daten werden eingepackt und damit zu Nutzdaten der Schicht 4. Hinzu kommen Steuerdaten der Schicht 4, Adressen, Paketnummern. Diese werden wiederum insgesamt die Nutzdaten der Schicht 3. Wiederum mit Steuerdaten, die notwendig sind, um das Protokoll der Schicht 3 abzuwickeln, unter anderem die Adressen und Time to Live. Diese wiederum werden Nutzdaten der Schicht 2. Die Pakete werden also immer größer. Die Empfänger der Pakete packen in umgekehrter Reihenfolge, also von unten nach oben, die Daten wieder aus. Das Prinzip, Nachrichten aus höheren Schichten werden als Nutzdaten für die unteren Schichten eingesetzt.